Stadtkapelle Fähring war in diesem Jahr stolzer Teilnehmer am Tattoo Brüssel 2019 in Belgien. Über 60 Musikerinnen und Musiker sowie ihre Marketenderinnen reisten in die belgische Hauptstadt Brüssel, um Teil dieses einmaligen internationalen Musikfestivals zu sein. Ja, es ist so, dass wir mit der Stadtkapelle Fähring bereits 2016 die Möglichkeit gehabt haben, dass wir nach Tschechien fliegen und dort eine Marsche präsentieren. Und jetzt haben wir dann wieder die Einladung bekommen, heuer im Frühjahr, dass wir dann nach Brüssel fliegen können. Diesmal nicht nur mit einer Marsche, sondern auch ein Konzert. Das war natürlich dann quasi ein doppelter Aufwand für unseren Verein, sprich die doppelte Probenarbeit. Wir haben nicht nur die Marschproben gehabt, sondern auch die Konzertproben. Brüssel hat viel zu bieten. Die multikulturelle Stadt ist nicht nur das Zentrum des Königreichs Belgien, sondern stellt zudem auch den Hauptsitz der Europäischen Union. Das berühmteste Bauwerk der EU-Hauptstadt ist wohl das 102 Meter hohe Atomium. 1958 eröffnet, gilt es seither als Wahrzeichen der Stadt. Brüssel ist außerdem berühmt für seine Süßigkeiten und für das gute Bier. Neben der Musik kam aber auch Wissenswertes rund um Belgiens Hauptstadt nicht zu kurz. So besichtigten die Südoststeirer auch das Europäische Parlament. Außerdem nutzte man die Möglichkeit, dem Steiermarkbüro in Brüssel einen Besuch abzustatten. Musik ist die Sprache, die alle verstehen. Das war in Brüssel schon vor dem offiziellen Festivalstart zu spüren. Die Stadtkapelle Fähring präsentierte sowohl ihre Trachten als auch ihre Musik im Zuge eines Konzertes am Grand Place und sorgte dabei für gute Stimmung. Ja, bei diesem Programm war es auch wieder wichtig, unsere typischen musikalischen Elemente, also nicht nur aus der Steiermark, sondern auch aus ganz Österreich zu präsentieren. Das heißt, auf einer Seite die Wiener Musik von Johann Strauss, dann natürlich unsere Marschmusik, die traditionelle Marschmusik, aber auch wieder moderne, populäre Stücke. Und ja, wir haben da versucht, einfach einen Mix aus diesen Stilelementen zu finden. Und ich hoffe, das ist uns ganz gut geglückt. Und wenn man schaut, wie es beim Publikum heute angekommen ist, ich glaube, das ist dann auch aufgegangen. Und bei der Generalprobe hatte man nicht nur die Möglichkeit, sich für die Show vorzubereiten, sondern auch die anderen Teilnehmer kennenzulernen. Der Höhepunkt des Tattoo in Brüssel war das große Konzert am Grand Place. Die Stadtkapelle Fähring präsentierte beim Musikfestival ihre Marschshow und begeisterte das Publikum sowohl mit den Marschfiguren und der Musik als auch mit österreichischem Charme. Ja, das Programm für Brüssel haben wir leicht abgeändert. Einzige Schwierigkeit im Gegensatz zu Solmitz war, dass die Pflastersteine und die Unebenheiten das eigentlich sehr schwierig gemacht haben für uns, aber wir haben das bravourös gemeistert und eine tolle Show in Brüssel abgeliefert und alle Zuschauer haben uns mit ihrem Applaus eigentlich dementsprechend
bestätigt eigentlich, dass die Leistung sehr gut war. Das ist schon was ganz Besonderes, wenn man da am Balkon sitzt, über dem Grand Place, und die Stadtkapelle Fähring marschiert da ein. Da kriegt man Gänsehaut und das ist eine besondere Freude und man ist wirklich stolz darauf. Das Musikfestival in Brüssel. Ein schwungvolles Fest der Kulturen und ein besonderes Erlebnis für die Musiker aus Fähring. Ja, ein ganz großes Danke sagen wir an unsere Sponsoren, die die Reise eigentlich überhaupt möglich gemacht haben. Das ist einerseits das Land Steiermark, da danke an den Landtagsabgeordneten Franz Fatek, dann an die Stadtgemeinde Fähring mit dem Bürgermeister Johann Winkelmeier, der uns nicht nur finanziell sehr, sehr großzügig unterstützt hat, sondern auch wirklich dabei war da bei uns bei der Reise da nach Brüssel, und bei der Raiffeisenbank Region Fähring für die finanzielle Unterstützung. Herzlichen Dank.